Hey ihr da draußen, ich bin der Clemens und weil ja bald die Bundestagswahlen anstehen, haben Jupp Berlin und ich uns zusammengetan, um uns mal die Wahlprogramme der Parteien etwas genauer anzuschauen. Wir fangen an mit CDU und CSU, deren Wahlkampfslogan lautet "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben". Die beiden Parteien gibt es bereits seit 1945 und Angela Merkel möchte ganz gerne die Themen innere Sicherheit, Bildung und Familie umsetzen. Also, was ist im Bereich der Bildung geplant? Es soll nun viel, viel einfacher werden, zwischen verschiedenen Schulformen zu wechseln, ob von der Realschule aufs Gymnasium oder andersrum. So sollen leistungsschwache und auch leistungsstarke Schüler gleichermaßen gefördert werden. Geplant ist auch ein Digitalpakt. Damit soll an Schulen und Hochschulen viel bessere und mehr digitale Ausrüstung kommen. Außerdem soll es an jeder Schule und an jeder Hochschule schnelles Internet geben. Und besonders für das Medizinstudium ist geplant, dass es bei der Platzvergabe nicht mehr nur um die Abiturnote geht, sondern auch um weitere Eignungskriterien. Aber was haben CDU und CSU denn in der Zukunft so vor? Vor allem was Digitalisierung angeht. Deutschland soll Innovationsführer bei selbstfahrenden Autos werden. Irgendwann soll sich das bis dahin entwickeln, dass man Bus und Bahn per Knopfdruck rufen kann. Bis 2025 sollen auch alle schnelles Internet haben. Und über das Internet sollen auch Verwaltungsdienstleistungen möglich sein. Das heißt, ihr müsst nicht mehr 5 Stunden im Amt stehen, sondern könnt bequem von zu Hause aus euren Reisepass bestellen. Speziell für uns Jugendliche sollen die Bundesfreiwilligendienste gefördert werden, zum Beispiel das Freiwillige Soziale Jahr. Außerdem sollen Kinderrechte ab jetzt im Grundgesetz verankert werden. Und das Kindergeld soll erhöht werden um 25 Euro. Und damit das nicht gleich wieder weg ist, sollen auch Bus und Bahn für Schüler, Studierende und Azubis viel, viel günstiger werden. Kulturell sollen vor allem Leute gefördert werden, die mit Kunst ihr Geld verdienen. Die sollen sozial abgesichert sein. Und für E-Sports sollen jetzt auch die geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auf dem Gebiet der Umwelt und der Energie soll die Elektromobilität gefördert werden. Vor allem was Taxiunternehmen angeht, was Behörden angeht und auch was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Allerdings lehnt die CDU generelle Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen ab. Und auch für Europa gibt es Pläne. So soll das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada erfüllt und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA angestrebt werden. Das ist also der Plan von CDU und CSU. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne in die Kommentare, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Und dann schaue ich auch auf jeden Fall die anderen Parteivideos an. Ich bin raus und ciao. Jupp.Berlin, das Jugendportal für Berlin.